Und obwohl sie keine Little Sister dabei haben, das ist einfach nur scheiße. Ich meine, ich könnte es ja mal so zum Test machen. Erstmal hier einen Fallenbolzen legen, damit der Big Daddy das schöne reinlatschen kann. Aber erstmal wiederfinden. Wo ist er? Na, warte mal, da unten liegt ja auch noch was. Aber da komme ich, glaube ich, nicht ran, oder? Nee, ist der irgendwie so ein bisschen bescheuert hinter der Treppe da versteckt. Naja gut, ich werde es wohl ausprobieren müssen. So, Elite Bouncer. Und tatsächlich, die haben sie. Und wenigstens ist dieser Bouncer ordentlich männlich. Er stirbt im Stehen. Cool. Das habe ich ja mal gut hinbekommen. Der ist einfach so im Stehen draufgegangen. So, davon muss ein Erinnerungsfoto her. Oder auch nicht. Zu wenig Punkte. Na toll. So, ich habe noch zwei Fallenbolzen über. Sollte ich mir vielleicht mal wieder welche nachherstellen? Oder erfahrt ihr mal? Vielleicht hat ja auch der Munitionsautomat ein bisschen was davon. Das kommt schon so. Als nächstes dieses Teil hier. So, und zack. So, kaufen. Ne, es sind nur Brand- und Stahlbolzen. Okay, Fallenbolzen muss ich wohl dann anscheinend wirklich immer... Immer so halt. Immer dafür. Ach, ich verliere hier gerade den Faden. Ich muss dafür immer jedes Mal zur U-Invent-Station, um die Dinger herzustellen. Mann. Also. So, ich muss einen letzten Big Daddy finden. Ich muss die Teile tatsächlich jetzt hier kalt machen, nur um an die blöden R34 Drahtbündel zu kommen. Mann, gibt's doch nicht. Naja. Okay, da ist der. Okay, er kommt da sogar durch. So. So, gut. So, wir haben das letzte Drahtbündel gefunden. Dann geht es jetzt endlich wieder zurück. Zu diesem Typen da, zu seiner ollen Werkstatt. So. Hä, warte mal. Ich glaube, ich gehe hier doch ein bisschen falsch. Ich war schon in der richtigen Etage. Aber ich muss ein bisschen näher ran. So. So. So, sehr gut.
funktioniert jetzt mal wenigstens etwas. So. So, dann machen wir hier durch. Und dann können wir jetzt endlich an der Bombe ran. So, bauen wir uns eine Bombe. Spielen wir ein bisschen MacGyver. So, dieses Ding ist fertig. Und jetzt muss ich das Ding also mit wegschleppen, oder was? Sieht das aus wie eine echte Bombe? Ich würde schwer hoffen. Du musst sie nach der geothermischen Überprüfung am Kern anbringen. Dann werden wir sehen, ob diese verdammten oberschlauen Gelehrten überhaupt eine Ahnung von der Geschichte haben. Alles klar. So, warte. So, zack. Na also, das mit den Bolzen bringt ja doch irgendwie ein bisschen was. Aber ich muss eben halt die Gegner vorher immer bewegungsunfähig machen, damit das was wird. Aber sonst kann ich sie dann immer mit einem einzigen Schuss niederschießen. So. Der steht ja immer noch super. Cool. So, da ist ja noch einer. Aber mit dem will ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht anlegen. Aber, warte mal. Wenn du schon gerade hier so vorbeikommst. Erstmal noch mal ein schickes Bild zur Erinnerung. Naja, bringt mir aber nicht viel. Na gut, dann bringen wir mal erstmal das Ding an dem Kern an, wo wir hin sollen. So, da ist ja noch einer, ein Elite-Bouncer. So spricht er. Sieht so aus, als ob der Ozean sich diesen Teil von Rapture zurückholen will. Das ist gleich zu Beginn des Krieges passiert. Hab's in der Zeitung gelesen. Geh schon mal rein, ich überleg mir, wie ich dir helfen kann. Okay. Ich mach das dann mal. So. So, wir sind hier. Okay, leite den Magmafluss um. Ob diese Kreaturen dich umbringen? Das kann nicht mal ich dir sagen. Während du mich immer näher an den Abgrund treibst, bringst du dich selbst mit dorthin. Ich kann dir einen schönen Vogel. Du wirst dir lieber sein, als das. Es kommt, wenn du mich besiegen solltest. Mhm. Ja gut, ich habe ja glaube ich hier noch Geschütze irgendwo aktiv. Das ist ja super. Hey, what the... Alter, wo kam die jetzt auf einmal her? Ja. Yep. Hatten wir alles schon mal. So, hoffentlich habe ich jetzt erstmal eine Weile Ruhe, bevor jetzt wieder weiter welche kommen.
für ein bescheuerter Traum. Irgend so ein Obstbaum hat sich gedreht wie der Deckel auf einer Flasche. So geschafft. In Ryans Kehle geschüttet und das Schwein erstickt. Aber als ich näher hinsah, war es gar kein Baum. Es war die Kernsteuerung dieses Dings da, das die Magnetschlösser an Ryans Tor speist. Sie sind alle tot? Hoffentlich. Weiter jetzt. Zum Kern. Ja, okay. So. Ich kann das Ding hier benutzen, den Aufzugsschalter. So. Und jetzt bin ich hier unten. Okay, nächster Halt, zentraler Kern. So. So weit weg von deiner Familie, von deinen Freunden, von allem, was du je geliebt hast. Aus irgendeinem Grund gefällt es dir hier. Du empfindest etwas, aber du weißt nicht genau was. Denk eine Sekunde darüber nach. Vielleicht kommst du drauf. Das Gefühl heißt Nostalgie. Ganz ehrlich, ich habe kein besonders gutes Gefühl, wenn ich hier bin. Ich will so schnell wie es geht hier raus. So, ionischer Schrot, Auto-Hacker ist Limit voll. So, was haben wir hier? Security Schotten Alarms 2. Alles klar. So, eine beim weniger, zwei Alarmplatten weniger beim Hacken, verringert Schwierigkeitsgrad beim Hacken von Geschützen, reduziert Fließgeschwindigkeit, zwei Überlastungsplatten weniger. Ich werde mal das hier ersetzen, Schotten Alarm 2 gegen das. Wenn bei mir die Alarme kürzer sind, dann ist es ja auch besser. So, Hef heißt das Kern. So. Na, wenn du es sagst. So. Okay, hier soll ich also die Bombe platzieren. Na, das wird ja jetzt lustig. So, der Kern ist im Arsch. Das heißt, jetzt können wir endlich weiter, oder was? Okay. So, gut. Neues Ziel. Oh. Okay, ich habe einen Alarm ausgelöst. Das ist scheiße. Aber der ist wenigstens nur kurz. Obwohl meine körperlichen Kräfte schwinden, wirst du mich nicht besiegen. Meine Macht rührt nicht von Stahl und Feuer her, sondern von Intellekt und Willenskraft. Hörst du mich, Atlas? Bei Andrew Ryan ist für dich nichts zu holen, außer Tod und Verderben. Was denn, mein Portemonnaie ist voll? Na toll. Alter, was ist denn los? Ah, Mann! Was ist hier los? Was geht hier ab? So, weg! So, die Alarme, die Sicherheitskameras sind aus. Die kann ich jetzt erstmal schnell hacken, damit ich wenigstens erstmal ein bisschen Verstärkung habe. Dann habe ich es ja fast geschafft. Ich muss eigentlich nichts anderes tun, als nur noch diesen verfickten Notschalter auslösen und dann sind wir durch. So, ich brauche erstmal...